Sie sahen nur die Mutter und das Kind. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihn. Dann holten sie ihre Schätze hervor, brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. So, da knien sie nun. Drei reiche Männer von weit her angereist. Und so ganz nebenbei, ohne dass wir sie überhaupt eingeladen hätten. Und knien nun mit ihren teuren Kleidern auf dem dreckigen Boden hier im Stall vor dem Kind und meiner Frau. Ich weiß gar nicht genau, was ich dabei fühlen soll. Irgendwie ist es ein schöner Anblick, wie diese weisen Männer Maria und Jesus anschauen. Aber in mir spüre ich auch einen Schmerz oder ist eher ein Gefühl der Eifersucht? Maria, es fällt mir schwer, es auszusprechen, aber Maria hält ja nicht meinen Sohn in ihren Armen, sondern es ist Gottes Sohn. Ein süßer kleiner Fratz, den ich jetzt schon über alles liebe, aber es ist Marias Kind und nicht meins, obwohl die Nase könnte er auch durchaus von mir haben. Die drei weißen Männer, sie bringen Maria und dem Kind Geschenke und knien vor den beiden nieder. Aber, was ist mit mir? Sieht mich hier im Stall überhaupt jemand? Welche Rolle habe ich denn in dieser Geschichte? Die Rolle des Esels, die ist ja schon besetzt. Sieht hier eigentlich einer, was ich hier leiste? Bin ich noch nicht einmal eines Blickes wert? War ich es nicht, der Maria schwanger geheiratet hat, habe sie vor Schande bewahrt und habe ihr damit auch das Leben gerettet? Schwanger vom Heiligen Geist, das zu glauben, war ja schon eine Meisterleistung. Ich hätte auch andere Frauen haben können, aber ich bin loyal, weil ich Maria mehr liebe als mein eigener Stolz. Dann der schwere Weg hierher nach Bethlehem. Jetzt bin ich schon der Stiefvater von Gottes Sohn, aber statt dass Gott für uns sorgt, dass es uns gut geht, müssen wir uns auf die Reise hierher machen. Was denkt er sich überhaupt dabei? Kümmert er sich überhaupt um seinen Sohn? Und wieder bin ich es, Josef, der Maria in allem unterstützen muss und von dieser Herbergssuche, von dieser elendigen, möchte ich schon gar nicht sprechen. Wo ist denn der eigentliche Vater? Und auch jetzt, ich, Josef, versuche alles, um meine kleine Familie zu unterstützen, zu schützen, aber ich bin halt nur ein Mensch. Ich komme an meine Grenzen. Ich sehe die drei Männer auf dem Boden knien, die scheinbar Maria und Jesus anbeten, ja, ich möchte sagen, an Himmeln. Und im Himmel, weit weg, ist Jesus Vater und ich, Josef, stehe hier und fühle mich nicht beachtet, allein. Ich habe Zukunftsängste, die bis weit zum Himmel reichen und mich fast in die Knie zwingen. Mein Blick wandert durch den Stall,
Ich schaue die drei Männer an. Ich schaue zu Maria. Ich schaue auf das Kind. Wie schön Maria mit dem Kind ist. Ich schaue auf Jesus, der seinen Kopf an Marias Brust anschmust. Und auf einmal blickt er zu mir rüber. Er schaut mir direkt in meine Augen. Mir wird er ganz warm ums Herz. Ich spüre seinen Blick, Gottes Anwesenheit. Ich spüre, dass nicht nur Jesus mich ansieht, sondern dass auch Gott mich ansieht. Und das mit so viel Liebe und Verständnis für mein Unverständnis, für meine Gefühle und für meine Situation. Jesus, er lächelt mich an. Mir kommt es vor, als würde er zu mir sagen, Mensch Josef, du bist ein toller Mann. Sieh an, was du hier alles geleistet hast. Und dafür zahlt dir Gott seinen Respekt. Er hat nämlich nicht nur Maria als Mama für mich ausgesucht, sondern Gott hat auch dich gesehen und machte dich, Josef, zu meinem Vater hier auf Erden. Ich sehe und ich liebe dich und mit mir auch meinen Vater im Himmel. Deine Gefühle, sie haben ihre Berechtigung. Ich verstehe deine Angst und auch ein Stück weit deine Eifersucht. Josef, Papa, das ist so okay. Hab aber auch Vertrauen, Vertrauen in die Zukunft, hab Vertrauen zu Maria, deiner Frau und hab Vertrauen zu mir, deinem und Gottes Sohn. Ja, du bist an deine menschlichen Grenzen gestoßen, aber ich verspreche dir, Gott, er wird gut für dich sorgen. Und du wirst mit seiner Hilfe weit über deine gesetzten Grenzen hinauswachsen. Und ich werde in deiner väterlichen Liebe aufwachsen und dich, meinen Vater hier auf Erden, nicht nur ansehen, sondern Josef, ich werde auf dich aufsehen und ich denke auch anhimmeln. Amen. Lieber Vater, heute steht nicht Josef hier, sondern wir. Wir
haben seine Geschichte gehört. Und jeder von uns hier hat seine eigene Geschichte. Und wir spüren, dass diese Gefühle von Josef uns nicht fremd sind. Auch uns begleiten Zweifel und Angst. Und oft stoßen wir an unsere Grenzen. Mit Jesus bist du in unsere Welt gekommen und hast uns gezeigt und auch vorgelebt, dass unsere Grenzen eigentlich nur im Kopf bestehen. Die Zusage, die wir eben gehört haben, die Josef bekommen hat von Jesus, diese Zusage, sie gilt auch uns. Und dafür danken wir dir. Gott, du sorgst für uns. Und wir können in deiner väterlichen Liebe, können wir immer mehr wachsen und vertrauen. Wir danken dir, dass du uns so siehst, wie wir sind. Menschen, die du liebst. Amen.